Ja, wie ihr sehen könnt, geht es heute um den Unterboden. Und zwar möchte ich die Stellen eben versiegeln, wo ich den Holzboden im Innenraum mit der Karosserie verschraubt habe. Und zwar mit dieser Dichtmasse für Karosseriearbeiten. Und werde parallel mal schauen, ob ich noch andere Stellen finde, wo man was machen muss, aber es sieht erstmal alles ganz gut aus. So viel Wachs, wie da auch dran ist, hatte ich ja schon mal erwähnt, kann ja auch nicht ganz viel schief gehen. Dort am Tank sieht man schön, wo eine Stelle ist, wo der Wachs schon abgespült ist, wie dick der Rest da drumherum ist. Jo. Als Dichtmasse kommt heute dieses Liquimolli Liquimate 8100 zum Einsatz. Soll keine Werbung sein hier. Nur das ist das Einzige, was ich gefunden habe, was so meinen Ansprüchen entspricht. Das bleibt flexibel und ist sehr witterungsbeständig. Daher nehme ich das. Alles Weitere dann gleich von unten. Ich musste den Arbeitsscheinwerfer jetzt doch nochmal anders stellen. Und so könnt ihr von unten leider nicht sehen, wenn ich filme. Aber ihr habt ja die Stellen jetzt gesehen, die ich abdichte. Und nur darum geht es ja. Ja, ich wage jetzt noch mal einen weiteren Versuch. Und zwar mit einer Stirnlampe. Weil ich mit dem Arbeitsstrahler definitiv nur mich selber blende. Und das bringt nichts. So, gut, dass ich Brillenträger bin. Jetzt mal pumpen hier. Hey, ist das ein zähes Zeug. Ja gut. Aber es soll ja später auch halten, denke ich mir mal. Mensch, was wäre es schön, wenn man eine Hebebühne hätte. Oder eine Grube, wo man arbeiten könnte. So, so machen wir das. Richtig großzügige, dicke Klumpen drumherum verteilen, um die einzelnen Schrauben, die hier durch sind. Wobei das nicht alles nur Schrauben von mir sind, muss ich gerade feststellen. Das hat noch irgendwas mit dieser Unterkonstruktion vom Boden an sich zu tun. Aber es schadet bestimmt nicht, wenn man dann alles einmal sofort mit abdichtet. Das Ganze ist jetzt ein bisschen langwieriger, aber ich wollte jetzt nicht immer wieder zur Kamera anmachen, ausmachen, anmachen, ausmachen. Das wäre ja auch Quatsch. Jetzt muss ich nur gucken, wo ist die nächste Schraube. Na, das sieht erstmal hier auf dieser Ebene gut aus. So, jetzt gehe ich nochmal zu euch, mache die Kamera einmal kurz aus. Und werde mich dann an den Rest begeben auf der anderen Hälfte des Autos. Bis gleich. Die Abdichtungen unten drunter habe ich jetzt erledigt. Ganz schön Schmiererei mit diesem, ach, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, dieses Dichtmittel. Habe ich ja vorhin im Video gezeigt. So, jetzt als nächstes hat er hier so eine kleine Anrostung, was noch nicht wild ist. Der Rest des Radkastens ist echt super. Aber an dieses Stück werde ich jetzt mal eben dran gehen mit leichtem Schmirgelpapier, hoffen, dass darunter nichts Größeres ist und dann mit Rostumwandler behandeln. Also, wenn ihr es noch sehen wollt, schaut es euch an.
gehe da ganz bewusst nur mit leichtem Schmirgelpapier dran, das ist ein 80er, um nicht mehr zu beschädigen als nötig, weil es in meinen Augen wirklich nur oberflächlich ist. Ich bin da kein Experte, aber man sollte da schon vorsichtig dran gehen und nicht mehr der Karosserie nachher zu beschädigen als nötig. Und den Rest erledigt ja auch mehr oder weniger der Rostumwandler. Wie ihr hier schon sehen könnt, geht das ganz gut. Jetzt wird der eine oder andere sagen, warum macht er es nicht mit einer Maschine? Aber ich bin eher so der Typ, der das gerne ohne Maschinen macht, um auch die Kontrolle zu haben, wie viel ich abtrage. Ist das ganz gut, wenn man das so von hinten macht. Man sieht auch immer mehr, wie hier so diese kleinen Pickel durchkommen, die man dann noch zusätzlich schleifen muss, die vorher nicht zu sehen waren. So, aber um euch nicht zu langweilen, zeige ich euch gleich das Ergebnis. Und so sieht das Ganze eine halbe Stunde später aus. Ich gehe mal richtig nah dran. Also es war schon noch eine Schicht Rost dazwischen, die ich komplett abblättern konnte. Schade, da wurde anscheinend schon mal ein bisschen Lack drüber gegeben, aber nicht vernünftig bearbeitet. Also daher, jetzt bin ich mehr oder weniger auf blankem Metall. Das werde ich jetzt noch an den anderen Stellen machen, die ich gefunden habe. Die zeige ich euch mal eben. Ich weiß gar nicht, ob man es richtig sieht. Da ist so ein kleines Bläschen, da sind noch zwei, drei. Und das gleiche ist an dem anderen Radkasten auch. Und vorne ist, glaube ich, nichts weiter mehr. Also daher hält sich das alles im Rahmen. So, hier wollte ich euch nochmal die einzelnen Ecken zeigen. Also hinten am Radkasten, das ist echt minimal. Vorne habe ich euch, glaube ich, gerade schon gezeigt. Es ist ein bisschen mehr, aber auch nicht dramatisch. Man muss immer bedenken, das Auto ist 17 Jahre alt. Da habe ich schon wesentlich Schlimmeres gesehen. Und auf der anderen Seite habe ich vorne doch noch was gefunden. Und zwar hier so eine kleine Ecke. Aber da ist auch noch massig Blech hinter. Also da ist wirklich nur die oberste Schicht. Auf der anderen Seite, sage ich mal, war schon zwei Schichten weg. Hier ist nicht so dramatisch. Und der Rest des Radkastens sieht auch super aus. Die Schweller und so sowieso, das habe ich ja schon erwähnt, wegen dem Wachs. Und hier war es so, dass hier so ein bisschen Kantenrost ist, aber sonst, wie ihr seht, auch nichts weiter Wildes. Ja, soweit so gut. Jetzt kommt der Rostumwandler drauf. Weil der muss ja 3 Stunden einwirken und dann kann ich was anderes machen. Hier ist mein Rostumwandler. Ich habe jetzt Primaster genommen. 250 Milliliter waren 11 Euro, glaube ich. Ja, weil es halt der einzige war, den es da in dem Baumarkt jetzt gab. Ich wollte nicht extra noch woanders hinfahren, in Automobilhandel oder sowas. Das werde ich jetzt umfüllen hier in mein Becherchen. Wichtig zu beachten, man muss auf jeden Fall einen synthetischen Pinsel nehmen, weil Naturpinsel sich auflösen würden. So, ich werde das Ganze jetzt mal hier auftragen, auch nur kurz mit der Kamera. Wie ihr seht, ist das eine unheimliche Kleckerei und das Zeug ist echt aggressiv, musste ich gerade feststellen. Da war noch so eine Sicherung an dem Deckel von innen, wie so ein Schaumgummiverschluss, den musste man eindrücken und davon ist ein bisschen auf die Hände gekommen und auf die Klamotten und das war mehr als unangenehm, als direkt so ein milchiges Gefühl auf der Haut. Nicht schön. So, das soll jetzt laut Hersteller, wie gesagt, 3 Stunden einwirken, dann wird es schwarz. Dann hat es gewirkt. Ich hoffe, ihr kennt das so alles gut. Und dann kann man es weiter verarbeiten. Das mache ich jetzt mit den anderen 3 Stellen noch und dann schauen wir weiter. So, wie ihr hier sehen könnt, Hammerit in Silber.
mein Pinsel und jetzt werde ich großzügig innerhalb des Radkastens Hammerit auftragen. Ich hoffe, ihr könnt das so auch sehen, wie ich das hier mache. Hammerit ist jetzt nicht hundertprozentig der Farbton wie Silbermetallic von VW, aber es hat halt den riesen Vorteil, dass es Grundierung und Rostschutz in einem ist. Und dadurch, dass ich ja den Rostumwandler davor schon jetzt 4 Stunden einwirken lassen habe, sollte das auch alles so in Ordnung sein. Eher an der Unterkante nicht vergessen, das auch vernünftig drauf zu machen. Gerade so diese Ecken vergisst man ja gerne. Dann noch einmal hinterherziehen, damit es eine schöne Fläche gibt. Und gut ist, erster Anstrich drauf. Hier auf der Lackfläche mache ich auch nochmal so einen leichten Überzug, weil da ein paar Kratzer vom Schleifen waren. Aber wie ihr seht, im Radkasten selber werde ich da wohl ganz gut mit leben können. So, das mache ich jetzt mit den anderen Stellen auch noch. Und dann zeige ich euch vielleicht das fertige Ergebnis gleich. Nein, ich zeige es euch. Hier ist das Ergebnis von dem Rostumwandler nochmal so schön zu sehen. Alles, was schwarz ist, war im Grunde diese befallene Fläche. Man sieht am Rand darüber hinaus hier, wo ich ein bisschen drüber gepinselt habe mit dem Rostumwandler, da war nichts an Rost, deswegen ist das da auch nicht verfärbt. Und so muss das ganze Ergebnis aussehen, dass es direkt überstreichbar ist. Ja, so sieht das Ganze aus, wenn es mit dem Hammerit fertig ist, ohne dass man es unterspachtelt hat. Also, man sieht schon noch die grobe Körnung von dem Metall, weil das ja durch den Rost beschädigt ist, diese glatte Oberfläche. Aber hier ging es jetzt auch nicht darum, ein optisches Meisterwerk zu schaffen, sondern den Rostschutz zu gewährleisten. Und das ist jetzt mit dem ersten Anstrich auf jeden Fall getan, weil ich mit dem Wagen morgen los muss einmal. Und bei den Witterungsverhältnissen, Regen, Schnee, Salz, wollte ich halt vermeiden, dass da irgendwo offenes Blech ist. Also, soweit so gut. Das war's für heute mal wieder. Macht's gut, euer Markus.